Hallöchen! Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du dir eine wunderschöne Sensi-Duftlampe gekauft hast. Da hast du Wohlfühlmomente für dein Zuhause. Einfach Düfte, die dich zum Entspannen bringen werden, für gute Laune und so vieles mehr. Du hast handgefertigte Produkte, lebenslange Garantie. Und ich zeige dir jetzt heute, wie man die Duftlampen zusammenbaut. Wahrscheinlich stehe ich dann da, wie geht es denn genau? Und natürlich, dass unser Wachs gewechselt werden muss. Das zeige ich euch im Anschluss auch, wie wir das dann wechseln können. Weil das ist aus Paraffinwachs, hat Lebensmittelqualität, ist alles vegan und tierversuchsfrei. Und das wird nicht weniger. Also selbst wenn du das ein Jahr drinnen hast, unser Wachs wird nicht weniger. Und deshalb muss das gewechselt werden, weil es wirklich schonend erwärmt wird, ohne diese giftigen, toxischen Stoffe. Ihr könnt euch nicht verbrennen, keine offene Flamme, weil das ja alles mit diesen Glühbirnen oder Heizplatten erwärmt wird. Und ich zeige euch dann, wie das alles funktioniert. Und zwar habe ich hier einmal eine Glaswandsteckerlampe, eine Keramik bzw. Metall und eine große Duftlampe. Ich zeige jetzt mal euch bei der großen, die ist jetzt natürlich aufgemacht. Also hier ist eigentlich nur eine Glühbirne reingeschraubt. Da bitte immer schauen, dass ihr ein Tuch benutzt oder die Folie, wo mit dabei ist und nicht mit den bloßen Fingern anlangt, weil das oft die Glühbirnen dann schneller kaputt gehen, als wenn ihr da ein Tuch benutzt und da die Glühbirne reinschraubt. Dann einfach wirklich nur den Deckel drauf und dann könnt ihr hier oben bei den kleinen tue ich meistens ein Wachswürfel rein, bei den großen 2 bis 3. Also ihr könnt da auch hier am Schälchen stets maximal 4 Wachswürfel in die große Schale reinlegen. Genau, ich mache meistens hier einen Würfel und da 2 Würfel. Und dann könnt ihr das anschalten und dann wird es so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten bis halbe Stunde wird es flüssig und dann setzt sich der tolle Duft frei. Achtung, was ihr nicht macht, wenn ihr eine Wandsteckerlampe habt, anschalten und dann wieder ausschalten. Und den Stecker ziehen, weil das ist noch flüssig, also erst immer fest werden lassen. Weil sonst geht es euch wie mir, wo ich dann einfach mal gedacht habe, ach, ich stecke es nur kurz um an einen Standort probieren wollte. Ich dachte, ich kriege das vorsichtig raus. Ich habe es nein, nicht vorsichtig rausgekriegt und die ganze Sauerei da gehabt. Also immer warten, wenn ihr das irgendwo anders, doch einen anderen Standort suchen wollt, wo ihr die Wandsteckerlampe reintut, bis das Wachs fest ist. Das dauert auch nicht so lang. Und dann könnt ihr es ganz normal rausziehen. Genau, die Glühbirne ist reingeschraubt. Glas hat eine andere Wandsteckervorrichtung wie das Keramik. Hier habt ihr einmal einen Knopf, um das zu ändern, falls ihr eine andere ältere Steckdose noch habt oder im Ausland zum Beispiel. Ist ganz leicht zum Umändern. Hier ist ein Gummiring drinnen, so ein dickerer da innen drinnen. Und da wird auch einfach nur die Glühbirne reingeschraubt. Und hier wird es einfach nur gedreht. Dann haben wir das Keramik. Da wird es gesteckt und das zeige ich euch. Ich packe die jetzt mit euch zusammen aus, dass ihr da gleich mal eine Medium-Leitung habt. Da ist immer die Glühbirne drinnen. Dann habt ihr hier den Wandstecker und wir bauen das einfach zusammen. Ich muss schauen, dass ihr das schnell macht, dass das Video nicht zu lang wieder wird. Ich verplapper mich da mal gerne. Hier oben drinnen sind, wenn man das aufmacht, hier oben sind 2 solche Ringe, die nehme ich, teste mal beides. Das nimmt zuerst immer den großen, wenn der große nicht reicht, nehme ich den dünnen oder falls der große zu dick ist, dann nehme ich den anderen. Also ich teste es immer aus der Folie alles raus. Genau, und dann, ich tue es jetzt mit der Folie reinschrauben und nicht mit der Hand, das einfach nur die Glühbirne da reinschrauben. Oi. So, die Post war da. Also die Glühbirne ist einmal drinnen, dann machen wir den Gummiring auf. Ups. Genau. Also so schaut er aus. Innen, ihr seht das, innen drinnen ist ja der, wo ein bisschen dicker ist. Ich nehme es so lege ihn rein. Also ich tue nicht so rum rein, sondern so rum. Da drüber. Okay, jetzt komme ich mit dem Finger doch hin, gell? Vielleicht das nächste Mal zuerst machen, bevor die Glühbirne drinnen ist. So. Und dann schaue ich mal, ob das schon passt zum Stecken. Da die Keramik, ja, die ist schon fest. Genau, ich hätte jetzt hier noch eine Schraube, wo ihr anschrauben könnt. Das mache ich meistens nicht, weil es immer so hält. Also, genau. Und dann seht ihr die 2 verschiedene. Die sind zum Reinschrauben, die sind zum Reinstecken. Genau gleiche System an, ausschalten.
Und dann könnt ihr loslegen, Duft einlegen. Also, da habt ihr was ganz Besonderes gekauft. Also, ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude. Ich hoffe, das bringt euch auch so viel Freude zu Hause hin, dass ihr da ein tolles Lebensgefühl zu Hause habt zum Entspannen, ein Zuhausegefühl für eure Familie, schöne Deko, Beleuchtung und Duft. Und wenn ihr nicht zufrieden sein sollt, ihr habt ja immer 2 Wochen Zufriedenheitsgarantie, meldet euch einfach bei mir. Man kann es immer umtauschen, auch einen Duft, wenn ihr dadurch aufgemacht habt und ein, zwei Würfel raus. Das kann man immer tauschen oder auch die Lampen, wenn euch die nicht gefällt. Wenn ihr seht, oh, die habe ich mir jetzt angeschaut, echt gefällt sie mir jetzt gar nicht so. Meldet euch bei mir, bekommt auch das Geld zurück. Oder bei der Mini-Duftlampe könnt ihr Mini-Duftlampe gegen Mini-Duftlampe tauschen, wenn ihr eine andere wollt. Genau, also da jederzeit bei mir melden. Da freue ich mich immer sehr. Wir haben ganz super Support und ich finde es das toll, dass wir so einen tollen Kundenservice bieten können. Das ist schon mal gar kein Problem. Und wenn ihr bei jeder Bestellung irgendwas habt, wenn euch ein Duft nicht gefällt, ihr könnt euch immer melden. Also wirklich, dafür bin ich da und das will ich euch sehr zurückgeben. Und dann haben wir ja hier das. Jetzt zeige ich euch noch, wie das Wachs gewechselt wird. Also entweder ist es flüssig, dann kann man das am besten mit so einem kleinen Buddy-Pad. Wir haben auch die Cotton Clean-Ups, aber die benutze ich nicht, da kann man sich das Geld auch sparen. Also ich nehme einfach von der Drogerie günstige Wattepads, wo man hier aufsaugen kann. Oder meine Neukunden bekommen eben immer diesen Spatel mit dazu. Und dann fahre ich, ich hoffe, ich schmeiße hier mal alles um, fahre ich hier mit dem Spatel, ist ein bisschen Übungssache, vielleicht am Anfang hier unten rein. Manche machen so ein ritzendes rundherum ein, also ich fahre meistens unten rein und ploppt es da so raus, dass die Luft innen reinkommt. Seht ihr, wie schnell das raus ist? Und dann kann man das einfach so rauskehren und in den Abfall so wegschmeißen. Also ich lege es jetzt mal hierher. Also ich nehme die Seite dann immer zum Zusammenkehren sozusagen, tue das raus. Und mit dem Counterclean könnt ihr es auch immer kurz einsprühen. Das mache ich gerne, weil manchmal sind so Duftöle, so Reste drinnen. Und dann könnt ihr, warte, ich hole schnell rüber. So, jetzt hat einfach, das ist in unser Counterclean. Der ist für alle Oberflächen. Nehmen wir auch immer hier für die Tische, die Ablagen alle her. Für die Autofelgen, Fahrrad, Cockpit innen zum sauber machen, den Grill, also für alles. Und ich mache da einfach einen Sprüher hier so rein und lasse das oft kurz so einwirken. Das machen wir mal mit dem Finger nur so. Auch wenn da was Eingebranntes drinnen ist, falls manche Duftstoffe, bei manchen brauchst du nichts, schaut es wunderschön aus. Bei manchen setzt sich die Gewürze oder die Öle ein bisschen ab und das einfach nur kurz einwirken lassen. Einmal mit einem feuchten Tuch so abreiben und dann noch trocken machen und dann ist das eben schon fertig und glänzt wieder und ist super wie neu. Also so, dass ihr wisst, könnt ihr das Wachswechsel hernehmen. Als Tipp, ihr könnt den, auch wenn ihr den Duft nicht mehr so wahrnimmt, auch umdrehen, weil die Duftöle setzen sich immer unten ab. Na, hat, finde ich, wenn ich es anschalte, habe ich noch mal ein bisschen, kann es noch ein bisschen verlängern, den Duft. Genau. Ansonsten gibt es noch was zu sagen? Nee, ich glaube, mir fällt nichts ein. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß, ganz viel Freude. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter, wie ihr da das zusammenbauen könnt. Wenn ihr da Fragen habt, schreibt mir gerne. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Macht es gut. Ich drücke euch ganz feste. Und bis dann. Tschüssi.